Wir heißen alle herzlich willkommen von nah und fern. Es geht heute Abend um Daniel Kapitel 7. Wir haben gestern Abend schon begonnen, darüber zu sprechen. Aber heute Abend müssen wir fortsetzen, weil das siebte Daniel Kapitel von so großer Bedeutung ist. Nun, ihr Lieben, morgen Abend setzen wir fort und haben morgen Abend einen ganz wunderbaren Überblick. Wir haben gestern schon etwas hineingeleuchtet, wollen es auch heute wieder tun. Und zwar geht es morgen Abend um das gewaltige Thema, die Herkunft des Antichristen in der Schau von Daniel 8, 10 und 11. Da geht es also mehr um die Person des Antichristen. Wir laden dazu herzlich ein. Morgen Abend Daniel 8, 10 und 11 in der Übersicht, übermorgen Daniel Kapitel 9, die gewaltigen 27 Verse. Aber wir greifen immer wieder durch die Kapitel hindurch, weil wir sonst das Wort nicht im Zusammenhang sehen und es manche Missverständnisse geben kann. Es gibt genug Missverständnisse über das prophetische Wort. Und wir haben gestern Abend gesehen, wenn wir die Bibel durch die Bibel auslegen, das Alte mit dem Neuen Testament und umgekehrt, dann werden wir gar nicht fehl gehen können. Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. Schauen Sie auch mal nach dem Büchertisch. Wir erinnern an unser Heft, der Antichrist und sein Reich. Für unsere Freunde, die neu dazugekommen sind, vielleicht auch heute Abend. Auch diese Pläne, die Sie hier sehen, die können Sie in diesem Heft nachlesen. Und manches andere, was wir an guter Literatur und Kassetten bereit haben. Die Kassette für heute Abend ist auch gleich wieder mitzunehmen. Besonders für die, die aus der Ferne kommen. Nun, ihr Lieben, das soll der Vorrede genug sein. Lasst uns nun miteinander Daniel Kapitel 7 aufschlagen. Daniel Kapitel 7 aufschlagen, der Plan rutscht jetzt etwas wieder nach vorne. Wir haben jetzt schon drei Pläne hier hängen, es gibt natürlich mehr darüber, aber man kann nicht alles mitbringen. Und Sie sehen, es ist alles mehr auf das Thema des antichristlichen Weltreiches abgestimmt. Da wir aber in Daniel 7 die Prophetie haben auf das kommende Reich des Antichristen, es ist gut, dass wir in Daniel 7 Fortsetzung machen und gleich immer wieder die Linien bis ins Neue Testament ziehen, um die Erfüllung zu sehen, wie diese vier gewaltigen Weltreiche im antichristlichen Reich enden werden und tatsächlich auch ihr Ende finden werden. Sie zielen als Endziel auf die Person und das Reich des Antichristen und finden gleichzeitig mit der Person und dem Reich des Antichristen ihr Ende. Denn der Sohn Gottes kommt wieder. Und nach 2. Thessalonicher 2 wird er mit dem Hauch seines Mundes die Person des Antichristen und natürlich auch des falschen Propheten vernichten. Lebendig werden diese beiden in den Feuerpfuhl geworfen, in die Verdammnis. Und dann lesen wir, der Herr Jesus Christus kommt nach Offenbarung 19 wieder und macht dem antichristlichen Reich, dem letzten Weltreich, dem letzten, ein Ende. Es kommt kein Reich mehr nach dem antichristlichen Reich, nur noch das Reich Gottes. Das ist das Gewaltige. Und das sieht Daniel 7 in einer ganz gewaltigen, wunderbaren Schau. Wir haben ja bisher gehört aus Daniel 7, in den ersten 8 Versen, das Kommen dieser Weltreiche. Und ich darf noch einmal auf diese beiden gegenübergestellten Landkarten hinweisen. Natürlich konzipiert auf das Reich des kommenden Antichristen. Da sehen wir uns heute wieder, wo wir uns befinden, in den Grenzen dieser vier alten Weltreiche. Natürlich war im Westen das gewaltige Meer genannt, Atlantische Ozean, nach dem sagenhaften Land Atlantis, das irgendwo untergegangen ist, das man immer noch sucht. Also die Westgrenze ist klar. Die Südgrenze ebenfalls. All die nordafrikanischen Länder, die ja heute zu dem großen Block von 22 arabischen, muslimischen Nationen gehören. Dann der Osten ist auch ziemlich klar. Es geht bis zum Indischen Ozean
und kommt dann im Norden beim Kaspischen Meer zurück und geht an der Grenze von Schwarzem Meer, Donau, hinauf zur Nordsee und da ganz außerhalb, da bleibt jemand, der heißt Gog von Magog. Also das wäre eine Bibelwoche für sich, mal den Gog von Magog zu betrachten. Dazu haben wir jetzt gar nicht die Zeit. Aber wir kennen uns sofort wieder. Das ist unsere heutige Situation. Der eiserne Vorhang ist ja zu einem Gummivorhang geworden. Man kann ja also sehr gut hindurchfahren. Wie lange, wissen wir nicht. Man könnte höchstens sagen, dass das gegenwärtige Geschehen mit der völligen Aufweichung, dem Zusammenbruch der Wirtschaft des Kommunismus, ein gewaltiger Schritt nach vorne zum antichristlichen Reich geworden ist, weil unsere Väter nach Offenbarung 13 immer gesagt haben, der Antichrist kommt über den Brotkorb, weder kaufen noch verkaufen. Und wir sehen ja 70 Jahre Misswirtschaft all der kommunistischen Länder, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, wie die reichsten Länder Europas und der Welt, wo es Gold und Diamanten, wo es Erdöl und Gas und alles gibt, wie die ruiniert sind bis zum geht nicht mehr, dass die Leute nach jedem Brot Schlange stehen müssen, wenn sie überhaupt etwas zu essen bekommen. Das ist völlig zusammengebrochen. Aber der Antichrist kommt immer über den wirtschaftlichen Zusammenbruch. Das lehrt uns ja mindestens das Kommen von Adolf Hitler. Das ist uns ja ganz klar. Erst bricht der Ostblock zusammen in seiner Wirtschaft, dann bricht die dritte Welt zusammen mit einer totalsten Überverschuldung und zum Schluss brechen die reichen Industrienationen zusammen und dann müssen die Menschen das Mahlzeichen nehmen, um überhaupt kaufen oder verkaufen zu können. Und die heutige Technik von Computer und Satelliten und alles, was da gibt, die macht es ja möglich. Wir kommen in die Zeit hinein, wo wir fast nur noch bargeldlos leben werden. In Amerika gibt es ein Buch, das heißt Der Tag, an dem der Dollar starb. Naja, wir fügen uns so an dem Tag, an dem die D-Mark starb und der französische Franc und der Schweizer Franc und die rumänischen Lei und was es da alles gibt, den russischen Rubel, das stirbt alles. Warum? Na, beim Antichristen musst du das Mahlzeichen haben. Da wird bargeldlos per Computer gekauft und verkauft, eine ganz einfache Sache. Die 40 Jahre Gnadenzeit nach dem Zweiten Weltkrieg sind endgültig zu Ende. Und 1988, na, da fing ja der Durchbruch der Perestroika an und die Demonstrationen und der eiserne Vorhang fing an aufzuweichen. Plötzlich nehmen die Ungarn die Grenze nach Westeuropa weg. Und was passiert denn da eigentlich da drüben 1989, 1990? Das hat sich ja alles überschlagen. Ja, 40 Jahre Staat Israel von 1948 bis 1988 ist schon sehr bezeichnend. Jetzt kommt etwas in Bewegung, was wir nie für möglich gehalten hätten, dass die zweitgrößte Supermacht, mindestens militärische Supermacht, die sogenannte Sowjetunion, mit all den Satellitenstaaten völlig zusammenbricht. Sogar der berüchtigte, gefürchtete Warschauer Pakt ist aufgelöst worden. Was passiert denn da drüben? Na, was passiert, ihr Lieben? Es geht zum antichristlichen Weltreichen. Es gibt eine völlige Weltvereinigung, erstens über die Wirtschaft. Wenn Sie mal rechts hier auf diesen Plan schauen, wir müssten das ein bisschen zurückdrücken, dann können wir das besser sehen. Dort sehen Sie eine politische Einheit bei dem Antichristen-Weltreich, ganz rechts in der Spalte. Sie sehen eine wirtschaftliche Einheit und Sie sehen eine religiöse Einheit. Was ist die politische Einheit? Die vier Weltreiche stehen auf einmal wieder auf, in den sogenannten Vereinigten Staaten von Europa und in den Vereinigten Arabischen Staaten. Ich wiederhole mich nicht, aber ich deute es nur kurz an, dass die beiden Beine in dieser Götterfigur aus Daniel 2 auf Ost und West rum damals hindeuten und heute hindeuten. Der Orient und der Okzident. So wie es früher war, so wird es heute wieder. So, das ist jetzt die Wiederauferstehung politisch. Dann sehen Sie die wirtschaftliche Einheit, weder kaufen noch verkaufen, und die religiöse Einheit. Die Hure Babylon sitzt auf dem Tier, reitet das Tier, dirigiert das Tier. Eine ganz eindeutige Sache. Sie sehen die Beschreibung des Antichristen, wenn Sie von rechts nach links gehen.
dass der Teufel Satan in Person als Persönlichkeit ist. Sie sehen, dass der Antichrist Satan im Fleisch ist, Inkarnation des Satans, heißt das so schön ausländisch. Und dass der falsche Prophet Satan im Geist ist. Das ist Geist, aber Geist des Satans. Nun, das wird ja gerade in Daniel 7 gesagt, was für satanische Supermächte hinter diesem Weltreich stehen, die alle auf einmal hinter dem wiederentstandenen antichristlichen Reich stehen werden. Und diese satanische Dreieinigkeit richtet sich natürlich gegen Gott. Der Teufel ist Antigott, der Antichrist ist Antisohn und der falsche Prophet ist Antigeist. Eine ganz einfache Sache. Wenn Sie das mal vergleichen mit Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der Vater bestimmt das Heil vor Grundlegung der Welt, der Sohn vollführt das Heil am Kreuz auf Golgatha und der Heilige Geist wirkt uns das Heil in unser Herz hinein. Das ist göttliche Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Tja, und was tut der Antichrist? Was tut der Teufel durch den Antichrist und falschen Propheten? Genau das Gegenteil. Eine satanische Einigkeit, die ein absolutes Unheil auf dieser Welt wirkt, wie es noch nie da gewesen ist. Also ist das antichristliche Reich das letzte Weltreich. Daniel 7 sieht das im Voraus. Daniel 7 lesen wir von dem Kommen von vier Weltreichen. Babel mit einem Löwen verglichen, Medo-Persien mit einem Bären verglichen, das griechische Groß-Diadochenreich mit einem vierköpfigen Leoparden verglichen und das römische Weltreich Imperium Romanum verglichen mit einem gräulichen eisernen Tier mit 10 Hörnern. Das ist die voraussagende Prophetie. In Offenbarung Kapitel 13 haben sie dann die absolute Erfüllung. Johannes sieht auf der Insel Patmos weilend, er sieht nun dieses gräuliche Untier aus dem Völkermeer kommen und die Erfüllung haben sie in Offenbarung 13, Vers 2. Da ist plötzlich der Bär, da ist der Leopard, da ist der Löwe von Daniel, von Medo-Persien und von Griechenland. Und die 10 Hörner von dem gräulichen Untier Rom sind auch da. Offenbarung 13, Vers 1 und 2. Ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meere steigen. Das hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden. Daniel 7, Griechenland. Seine Füße wie Bärenfüße. Daniel 7, Medo-Persien. Sein Maul wie eines Löwenmaul. Daniel 7, Babylon. Und der Drache gab ihm seine Kraft, seinen Thron und seine große Macht. Zurück nach Vers 1, 10 Hörner. Die 10 Hörner von dem eisernen Tier aus Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7, Vers 1 bis 3, 4 Tiere steigen aus dem Meer. Furchtbare satanische Geistesmächte andeuten. Vers 4, das erste Tier Babylon. Vers 5, das zweite Tier Medo-Persien. Vers 6, das dritte Tier Griechenland. Vers 7 und 8, das vierte Tier, das römische Weltreich. Stimmt das? Ja. Vers 17. Daniel 7, Vers 17. Diese vier großen Tiere sind vier Reiche, die auf Erden kommen werden. Eindeutig. Schauen wir noch einmal auf den Heilsplan, das ist natürlich der ganze Heilsplan, als der entstand, habe ich 17 Bibelarbeiten gehalten, da haben wir natürlich nicht auf die Uhr geschaut. Wir hatten damals auch noch keine kleinen Kassetten, die uns limitiert haben, das wurde alles auf ein langes Tonband aufgenommen. Und dann brach plötzlich in der zweiten Woche eine Erweckung aus. An der zweiten Woche am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder am Sonntag wollte überhaupt keiner mehr nach Hause gehen. Haben wir bis 23:30 sind wir mit der Gemeinde nachts zusammen gewesen und einer nach dem anderen hat sich bekehrt. Da wurde gesungen, da wurde gebetet, da haben Menschen Buße getan. Das ist gewaltig gewesen. Nun, wenn so ein Heilsplan entsteht, geht es ja über das ganze Heil. Gott schafft Himmel und Erde, dazwischen das gewaltige Heil, in der Mitte Golgatha und am Ende sehen wir wieder ein neuer Himmel und eine neue Erde. Jetzt müssen wir diesen dunklen Trakt herausnehmen, hier unten mit dem Sturz von Jerusalem 606 vor Christus,
beginnt die Zeit der Heiden. Es kommt als erstes Babel. Ich habe den Löwen hier unten drunter geschrieben, aus Daniel 7, hier steht Daniel 7. Dann kommt wieder Persien, dieser gräuliche Bär. Dann kommt Griechenland, das vier Köpfe, Leopardenungeheuer. Und dann kommt Rom, das gräuliche Tier mit den 10 Hörnern. Was sagt Daniel 7, 17? Diese vier Tiere sind vier Reiche, diese vier großen Tiere sind vier Reiche, so auf Erden kommen werden. Ja, Daniel lebt ja hier. Er geht ja um das Jahr 600 in die babylonische Gefangenschaft, der Gefangenen aus Juda einer, so hörten wir diese Woche einige Mal. Nun erlebt Daniel den Anfang des babylonischen Reiches, nach 70 Jahren das Ende, erlebt Kores und Darius den Perser mit, lebt also bis in die Perserzeit hinein. 70, 80, vielleicht sogar 90 Jahre. Und nun schaut dieser Greis vom Anfang bis zum Ende dieser vier Weltreiche noch weiter. Er schaut bis zum Kommen des Menschensohnes. Des Menschensohn kommt wieder in großer Kraft und Herrlichkeit. Hier sehen Sie das Kreuz von Golgatha. Diese Linie deutet an, unser Heiland wird Mensch, er kommt auf diese Erde, lebt circa 30 Jahre auf diese Erde, vollbringt das Erlösungswerk, fährt gen Himmel, sendet den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist in dieser roten Linie angedeutet auf diese Erde, bis das Fragezeichen zum Ausrufezeichen wird. Fragezeichen bedeutet, wir wissen weder Tag noch Stunde, wann unser Herr kommt, aber er kommt. Der Herr trifft seine Gemeinde in der Luft. Der Herr kommt mit seiner Gemeinde wieder und seine Füße stehen auf dem Ölberg und er löst das Volk Israel. Und er richtet in seiner Wiederkunft den Antichristen mit all seinen Heeren. Das Völkergericht im Tale Josaphat findet statt. Dann wird er Jesus Christus, das messianische Friedensreich, aufrichten. Und er ist, Daniel 7, Vers 13, des Menschensohn, der in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Und genau das, was hier in Daniel 7 als Zielpunkt dieser vier Weltreiche steht, genau die gleiche Formulation haben sie, Matthäus 24. Des Menschensohn kommt in den Wolken des Himmels wieder in großer Kraft und Herrlichkeit. Matthäus Kapitel 24 atmet den Propheten Daniel. Die Offenbarung und Matthäus 24 sind nur auf dem Hintergrund von Daniel zu verstehen, sonst haben wir Fehldeutungen. Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr nun sehen werdet den Groll der Verwüstung, davon gesagt ist, durch wen? Durch den Propheten Daniel, da haben wir es. Wer das liest, der merke darauf, dass er steht an der heiligen Stätte, dieser Groll der Verwüstung. Alsdann fliehe auf die Berge, wer im jüdischen Lande ist. Israel ist im jüdischen Lande. Wer auf dem Dache steige, nicht hernieder, was aus seinem Hause zu holen. In Israel gibt es zu 98% flache Dächer. Bitte, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschehe. In Israel hält man geschlossen den Sabbat. Ist ja eindeutig, sicher. Hier geht es um die Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Antichristen. Nun wird das alles beschrieben. Wird auch gleich dazu gesagt, wie dieser falsche Messias, diese falschen Christi, diese falschen Messias, wenn ich das so ungeschickt sagen darf, wie die sich offenbaren. Vers 23, siehe, hier ist Christus oder da. So sollt ihr es nicht glauben. Es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen. Große Zeichen und Wunder tun, dass wir führt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Darum, wenn sie zu euch sagen werden, Matthäus 24, 26, siehe, er ist in der Wüste, so glaubet nicht. Ihr geht nicht hinaus. Siehe, er ist in der Kammer, so glaubet nicht. Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, Blitz. 1. Korinther 15 sagt, in einem Atom. Das ist die Wiederkunft Jesu. Also wird auch die Zukunft des Menschensohnes sein? Ja, das ist ja Daniel 7, 13. Wo das Aas ist, sammeln sich die Adler. Adler als Sinnbilder für das Gericht. Das Aas ist der total
verweste Menschheitskörper auf dieser Erde. Die ganze Menschheit ohne Gott, ohne Christus lebend, ist zum Aas geworden. Und da sammeln sich die Gerichtsadler. Das Gericht kommt erst über die Welt, wenn die Welt gerichtsreif ist. Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit wird in Sonne, Mond und Schein ihren Schein verlieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Das kennen wir doch. Das Zeichen, dem widersprochen wird. Und der greise Simeon zu Maria sagt, ein Schwert wird durchs deine Seele dringen und dieser wird gesetzt zu einem Fall und zu einer Auferstehung vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Das Wort vom Kreuz ist das Ärgernis. Das Zeichen von Golgatha ist das Ärgernis. Des Menschensohn erscheint in den Wolken des Himmels. Es heulen alle Geschlechter auf Erden. Sie sehen kommen des Menschensohn in den Wolken des Himmels. Mit großer Kraft und Herrlichkeit und er wird seine Engel aussenden und so weiter. Ja, das steht jetzt in Daniel Kapitel 7. Und ich sah in diesem Gesichte des Nachts, Daniel 7, Vers 13, und siehe, es kam einer in des Himmels Wolken wie eines Menschensohn bis zu dem Altehrwürdigen gebracht. Und ja, das ist der Jesus. Wer ist denn sonst das Menschensohn? Wir hörten gestern, da steht ja schon in Psalm 80, der Menschensohn, der zur Rechten Gottes steht. Daniel muss natürlich nun genaueste Auskunft bekommen. Die vier großen Tiere sind vier Reiche, die auf Erden kommen werden. Die sind gekommen und bestehen immer noch, wenn das Menschensohn wiederkommt. Aber vorsichtshalber fragt Daniel etwas detailliert, etwas genauer. Wir lesen das in Vers 16. Daniel ging hin zu der einem, die da standen, und mahnt ihn, dass er mir von dem allen gewissen Bericht gäbe. Und er redete mit mir und zeigte mir an, was es bedeutete. So haben wir also die Weissagung, Kapitel 7, Vers 1 bis 15. Jetzt haben wir die Deutung, Vers 17 bis Vers 28. Wie logisch ist die Bibel? Wiederholung, die vier Tiere sind vier Weltreiche, eindeutig. Aber jetzt sieht Daniel bitte das Kommen dieser vier Weltreiche. Ich muss immer wieder diese vier Namen wiederholen. Es geht um das Babylonische Reich, um das Medo-Persische Reich, um das griechische Diadochenreich und um das Römische Reich. Das sind die vier Weltreiche. Nun heißt es in Vers 9, solche sah ich. Was denn? Na, dass die vier Weltreiche kommen. Wir haben ja hier immer diesen großen Unterbruch, hier, diese 18, 19, 100 Jahre, 2000 Jahre, wo der Herr seine Gemeinde sammelt. Dieser grüne Strich deutet an, der D-Zug des Gnadenwagens der Gemeinde Jesu braust über das Hauptgleis der göttlichen Heilsgeschichte. Die Türen sind offen und durch alle Jahrhunderte geht der Ruf, auch durch das Jahr 1991. Steigt ein. Wenn die Gemeinde voll ist, entrückt der Herr seine Gemeinde. Wenn das Pleroma die Vollzahl der Gemeinde erreicht ist. So, und was ist mit Israel? Israel steht auf dem Abstellgleis, zertreten unter aller Heiden. Jahrhunderte, fast zwei Jahrtausende, plötzlich erklingt der Schrei um Mitternacht, 1897. Der erste Zionistenkongress in Basel. Und wie lautet der Schrei um Mitternacht? Naja, die Weltvölker schreien. Sie reißen im Dezember 1894 einem französischen Hauptmann die Ehrenzeichen ab, zerbrechen ihm den Degen, stoßen ihn aus der französischen Armee aus und schreien, Tod den Juden, Tod den Juden, Tod den Juden, ohne Aufhören. Und das hört ein Jude mit Namen Theodor Herzl. Und nachts wacht er schweißtriefend auf. Tod den Juden! Tod den Juden! Tod den Juden! Da sagte er, sie werden uns umbringen, wie sie uns immer umgebracht haben. Wir müssen einen Staat haben. Zurück nach Palästina. Wir brauchen einen Judenstaat. Der Schrei um Mitternacht fängt an.
am 22. Dezember 1894 mit der Verurteilung des französischen Hauptmanns Alfred Dreyfus, blutsmäßig Jude. Tod den Juden, Tod den Juden. Und nun zieht Israel seit fast 100 Jahren etappenweise auf das Hauptgleis der Heilsgeschichte. Und das bedeutet für uns, die Gemeinde Jesu steht kurz vor der Vollendung. 1917, Balfour-Erklärung, ganz Palästina wird das Homeland, wird die Heimstätte des jüdischen Volkes. 1948, der Staat Israel wird gegründet. 1967, der Sechstagekrieg. Was wird das nächste sein? Vielleicht erleben wir es. Der Schrei um Mitternacht, der Zeiger an der Welt nur Gottes. Es geht auf Mitternacht zu. Der Schrei um Mitternacht kommt von Israel und genau hier in der Ecke die Völker, die mit Babylon anfingen und mit Babylon aufhören. Hier steht Babel, da steht Babel. Wir sind seit 2600 Jahren auf dem Hauptgleis der Heilsgeschichte. Diese Völker müssen nach unten. Mit den Völkern geht es abwärts. Warum? Weil es mit Israel aufwärts geht. Und wenn es mit Israel aufwärts geht, geht es mit der Gemeinde Jesu heimwärts. Wie logisch. Wie logisch die deutsche Sprache. Abwärts, aufwärts, heimwärts. Das ist eine sich erfüllende Prophetie. Und genau hier, da in der Ecke, im Epizentrum, wo diese beiden Linien zusammenstoßen, Israel mit den Völkern, da setzt sich der Antichrist in den Tempel und lässt sich als Gott anbeten. Das muss uns mal ganz klar sein. Nun meinen wir, ja, Babel ist untergegangen, Medo-Persien ist verschwunden, Griechenland ist verschwunden, Rom ist verschwunden. Irrtum, die sind gar nicht untergegangen. Zwar sind sie als politisches Reich, wie sie damals waren, untergegangen, aber Moment mal, dieses Untergehen war doch nicht ein Verschwinden von der Erdoberfläche, sondern die Medo-Perser besiegten Babel. Die Griechen besiegten die Medo-Perser. Die Römer besiegten all die griechischen Diadochenreiche. Und dann? Naja, dann kamen die Goten und die Vandalen und all diese wilden Völker. Und die besiegten dann erstmal Westrom und dann Ostrom. Und dann? Naja, dann kam das Heilig-Römische Reich deutscher Nation. Am Weihnachtstag des Jahres 800 nach Christus setzt sich Karl der Große die Krone auf in Rom durch den Papst als Kaiser des Heilig-Römischen Reiches deutscher Nation, besteht bis 1806. Überlegen Sie mal, 1000 Jahre hat das bestanden. Durch den Ansturm Napoleons ging dieses Reich unter. Im Osten, 1453 geht offiziell Ostrom unter, besteht aber nur noch aus dem bisschen Konstantinopel. Und dann, ja, dann werden die Türken eine Weltmacht genannt, das Osmanische Reich, das Ottomanische Reich. Und sie sind eine Weltmacht bis 1917. Die Engländer verlieren 40.000 ihrer besten Soldaten, um das türkische Reich niederzuzwingen. Moment. Nur in Israel, in Palästina. Blutigst wird gekämpft. 40.000 Soldaten. Und dann? Das Römische Reich ist 1806 untergegangen, Westrom. Ostrom, offiziell 1453, in den Türken 1917. Und dann? Tja, dann ist ja eigentlich die Zeit, wo Israel so langsam wiederkommt. 1917, 1948, 1967. Und plötzlich entstehen diese alten Weltreiche wieder. Ja, sieh mal einer an. Hier haben wir Arabia, Mesopotamia, Media, Armenia, Ägyptus, Kyrenika, Numidia, Mauretania. Die entstehen ja alle wieder. 22 selbstständige arabische Staaten sind nach 1948 entstanden. 22 selbstständige arabische Staaten, der eiserne Ring hier im Süden, hier im Osten und etwas im Norden um Jerusalem. Und dann, hier fehlt noch die ganze Masse, ja, das ist Westeuropa. Das sind die Vereinigten Staaten von Europa, logisch. Da können wir jetzt stundenlang darüber sprechen. Ja, Moment mal, diese vier Weltreiche sind ja gar nicht untergegangen, nein. Die haben ständig das äußere Erscheinungsbild gewechselt. Drehst du mal um. Wir drehen noch einmal die Karte um, damit wir sehen,
vielleicht für unsere Freunde, die gestern Abend nicht dabei waren, es geht leider technisch hier nicht anders zu machen. Sie sehen jetzt noch einmal die vier Weltreiche, wie sie in der Prophetie aus dem Propheten Daniel geweissagt worden sind. Sie sehen hier die innere Natur, diese vier gräulichen Raubtiere, Löwe, Bär, vier Köpfe, Leopard. Das hören wir ja ständig aus Daniel 7. Gräuliche zehn Herren hat hier, innerlich, äußerlich, goldenes Haupt, Babel, silberne Brust, in der Persien, erzene Lenden, Griechenland. Und jetzt kommen die eisernen Beine. So. Und diese eisernen Beine beginnen im Jahre 31 vor Christus. Da wird Rom Weltmacht. Und jetzt legen wir diese eisernen Beine, wie den Stab, den ich hier in der Hand habe, den legen wir jetzt hier drunter. Und diese eisernen Beine, die gehen jetzt durch für 18, 1900 Jahre. Und jetzt kommen wir in die Zeit, wo diese Füße hier unten halb Ton, halb Eisen sind. Sie halten nicht zusammen. Der Orient und der Okzident hält nicht zusammen. Die arabischen Länder mit den Vereinigten Staaten von Europa und das seltsame Amerika da hinten, mit den unmöglichsten Politikern, die man sich vorstellen kann auf Gottes Erdboden, ja, das geht einfach nicht zusammen. Das sind okzidental denkende Leute, die Amerikaner. Die meinen, wenn sie da tüchtig Bagdad bombardiert haben und da würde sich eine Revolution entwickeln, würden den Herrn Saddam Hussein stürzen. Irrtum, Irrtum. Das ist der große gefeierte Held. Gerade weil er verloren hat gegen diese bösen Teufel aus Amerika. Deswegen ist er jetzt der gefeierte Mann. Tja, und all die mit ihm gehalten haben, nur die werden von den Amerikanern belohnt. Der amerikanische Außenminister ist ja ständig in Syrien und dann ist er wieder mal in Israel, dann ist er wieder mal in Ägypten, dann ist er in Jordanien und dann bei den Palästinensern, die schaffen will jetzt wieder ihre Millionen. Alles von unseren Steuern. Tja, ihr Lieben, das ist westliche Politik. Das ist der Okzident, das ist Westeuropa, die kapieren überhaupt nicht die islamische, arabische Mentalität. Ihr Lieben, ich fahre jetzt 22 Jahre nach Israel, also wenn ich das heutige Jahr mitrechne. Ich habe nirgends in meinem Leben so eine grausame, dämonische Religion gefunden wie der Islam. Der die Menschen, die daran glauben, grausam, dämonisch macht, wie gerade die islamischen Araber. Das ist unheimlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Tja, das sind die beiden Füße hier, einmal Ton und einmal Eisen, einmal schwach und einmal kalt. Das ist ein unmögliches Material. Eisen und Ton, das passt nicht zusammen. Westeuropa und die arabischen Länder passen nicht zusammen, aber im antichristlichen Weltreich werden sie zusammengeschweißt. So. Und das sind jetzt die beiden Füße und die liegen genau hier, wo der Jesus Christus wiederkommt, weil Christus, der gewaltige Eckstein, an die Füße schlägt, alles zertrümmert, dann bricht diese ganze Götzenfigur zusammen. Diese vier Tiere, diese vier Weltreiche haben ein Ende, sie kommen um und der Stein, der dem Koloss da an die Füße schlug, das wird ein riesengroßer Berg, die ganze Welt erfüllend. Und das ist das messianische Friedensreich. Die ganze Welt erfüllend im messianischen Friedensreich, was 1000 Jahre währen wird. Also Daniel 7 sagt uns ganz genau, diese vier Weltreiche kommen, aber sie gehen erst unter, wenn der Menschensohn Jesus Christus, der hebräische Messias, wiederkommt, von dem wir in Daniel 9 übermorgen noch Entscheidendes hören werden. Nun, Daniel Kapitel 7, solches sah ich, was denn? Na, dass die vier Weltreiche kommen. Solches sah ich, wie lange? Bis das Stühle gesetzt wurden, Throne im Himmel. Kommt uns sehr bekannt vor. Offenbarung Kapitel 4. Und ich sah den Himmel aufgetan und einen Thron, und auf dem Thron saß einer, der einzig einige Gott. Heere Israel, Herr unser Gott ist einer. Es gibt nur einen Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und dann, um den Thron waren 24 Thronen und auf den Thronen saßen 24 Älteste. Offenbarung Kapitel 4. Wo steht's? Daniel 7, Vers 9. Solches sah ich. Also bestehen die Weltreiche wie lange? Bis die Throne gesetzt wurden. Und der Altehrwürdige setzte sich. Das Kleid war schneeweiß, das Haupt auf seinem Haupt wie reine Wolle.
Sein Thron war eitel Feuerflammen und dessen Räder brannten mit Feuer und von ihm ging aus ein langer, Luther übersetzt, ein feuriger Strahl. Es heißt wörtlich ein Feuerstrom. 1000 mal 1000 dienten ihm, 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ist ja das Endgericht, sicher. Das ist ja das Buch der Offenbarung, ja. Kapitel 4, Gott sitzt auf dem Thron. Kapitel 5, Christus nimmt das Gericht in die Hand. Jetzt werden, darf ich es mal so sagen, diese gräulichen vier Ungeheuer dieser Weltreiche, diese gräuliche Götzenfigur seit 2600 Jahren in der sogenannten Zeit der Heiden oder Nationen die Weltgeschichte bestimmen, jetzt werden sie erst gerichtet und auch vernichtet. Das Gericht wurde gehalten. Und Bücher wurden aufgetan. Ja, das ist ja Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Die Bücher wurden aufgetan, das jüngste Gericht. Ich sah zu um der großen Reden willen, so das Horn redete. Das ist also jetzt beim vierten gräulichen Tier. Zurück nach Vers 8. Da ich aber die Hörner schaute, die 10 Hörner stimmen überein mit den 10 Zehen von diesen beiden Füßen hier, da brach hervor zwischen ihnen ein anderes kleines Horn, welches der vorigen Hörner 3 ausgerissen wurden, und siehe, dasselbe Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Ein Maul, das redete große Dinge. Offenbarung 13. Ein Maul, das redete große Dinge. Offenbarung 13, Vers 5. Und das wurde ihm gegeben, ein Mund zu reden große Dinge und Lästerung wurde ihm gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang. Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Wohnung und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde gegeben, zu streiten mit den Heiligen, sie zu überwinden. Und ihm wurde gegeben, Macht über alle Geschlechter, Sprachen und Heiden. Und alle, die auf Erden wohnen, ichten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang der Welt. Und jetzt gründen sich die Schriftausleger, viele, auf diese Stelle und sagen, dieses kleine Horn, das aus dem römischen Weltreich kommt, aus den 10 Hörnern hervor, muss der Antichrist sein, weil das hier mit Vers 5 und 6 übereinstimmt. Moment. Offenbarung 13, Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte 2 Hörner, schon wieder Hörner, wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Ist das, na, der falsche Prophet? Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm. Das erste Tier hat Macht, aber der falsche Prophet übt die Macht des Tieres aus. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und tut große Zeichen, dass es macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen und verführt, die auf Erden wohnen. Und es wurde ihm gegeben, also Vers 14, dass sie ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dass das Bild des Tieres redet. Das gräuliche Tier redet, das Bild des Tieres redet und der falsche Prophet ist der Propagandaminister, der nun alle Menschen verführt, wer das Tier oder sein Bild nicht anbetet, wird getötet. Kapitel 17. Offenbarung, Kapitel 17. Offenbarung, Kapitel 17, Vers 7, ich will dir sagen, das Geheimnis von dem Weibe, die Hure Babylon. Offenbarung 17 und 18, die Hure Babylon. Offenbarung 18, die Stadt Babylon. Und von dem Tier, das sie trägt und hat 7 Häupter und 10 Hörner. Das ist das antichristliche Untier. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen. Ist nicht und wird wiederkommen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis. Und es werden sich verwundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen, in dem Buche des Lebens von Anfang der Welt, wenn sie sehen werden, das Tier, das es gewesen ist, das es nicht ist und das es da sein wird. Hier sind zu dem Weisheit gehört, die 7 Häupter sind 7 Berge, auf welchem das Weib sitzt
und sind sieben Könige. Sieben Häupter, sieben Könige, sieben Häupter. Der Löwe hat ein Haupt, der Bär hat ein Haupt, der Leopard hat vier Häupter, das gräuliche Tier hat ein Haupt. Sieben Häupter. Babylon ein Haupt, Medo-Persien ein Haupt, Griechenland vier Häupter, Rom ein Haupt. Sieben Häupter. Genauso wie in Daniel, wie in Offenbarung Kapitel 13. Diese sieben Häupter sind also sieben Könige. Fünf sind gefallen, einer ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, das ist der achte. Das ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Na ihr Lieben, was ist denn das für ein Tier? Die zehn Hörner, die du gesehen hast, sind zehn Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie eine Zeit Macht empfangen mit dem Tier. Die haben eine Meinung, werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier. Und dann lesen wir von diesen zehn Hörnern, dass sie nach Offenbarung 13, Vers 1, dass die zehn Hörner zehn Kronen haben. Deutet also an auf diese zehn Könige. Und nun merken wir, wir müssen in dieser einheitlichen Aussage der Bibel etwas ins Detail gehen. Diese vier Weltreiche haben einen Dämonenteufel hinter sich, der Satan, haben aber sieben furchtbare Dämonenköpfe. Das sind also sieben unsichtbare Könige aus der unsichtbaren Welt, Satans Mächte, die als Könige aus dem Hintergrund über diese sieben Weltreiche regiert haben und die im Antichristenreich alle sieben da sein werden. Denn Offenbarung 13, Vers 1, das antichristliche Ungeheuer hat sieben Köpfe. Diese sieben Könige sind sieben Köpfe. Wir hörten bisher sieben Dynastien. Die zehn Hörner sind auch zehn Könige, aber es sind nicht die sieben Häupter. Die sieben Häupter haben die Macht, das Reich zu regieren, aufzurichten, und die sieben Hörner haben die Macht, das Reich durchzusetzen, wie ein Horn Macht hat, zu stoßen. Jetzt heißt es Vers 11, das Tier, das gewesen ist, fährt in die Verdammnis. Das ist das Achte. Von den sieben ist einer extra das Achte. Na, das ist der Antichrist. Und jetzt merken wir auf einmal, der Antichrist in Person wird bezeichnet als das Tier. Das antichristliche Weltreich mit allen vier alten Reichen und allen sieben Häuptern wird bezeichnet das Tier. Wir haben also diese Ausdrucksweise, das Tier, mehrere Mal. So haben wir in Offenbarung 13, Vers 11 und 12 den falschen Propheten bezeichnet als ein Tier. Kommt aus der Erde, sieht aus wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Und jetzt müssen wir auseinanderhalten, ihr Lieben. Wenn die Bibel das Tier sagt, müssen wir immer fragen, was ist gemeint? Na, erstens die vier Reiche mit sieben Häuptern bilden das Antichristreich. Am Ende steht der Antichrist, ein Tier. Die Reiche, ein geschlossenes, unsichtbares Tierungeheuer. Der falsche Prophet ist ein Tier, redet wie ein Drache. Der Antichrist in Person ist ein Tier. In Offenbarung 13 steht nun, dass eines der sieben Häupter eine tödliche Wunde hat. Das muss wieder der Antichrist sein. Warum? Nun, wir wollen dem mal nachgehen. Offenbarung Kapitel 13, Vers 3. Und ich sah seine Häupter eines. Und ich sah seine Häupter eines, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wunde wurde heil. Das heißt, der Antichrist ist tot und der Antichrist wird lebendig. Wo ist der Antichrist, wenn er tot ist? Dieser eine König. Er ist von den sieben, ist aber in Wirklichkeit der achte. Offenbarung 17, Vers 11, das Tier, das gewesen ist und nicht ist, das ist der achte und ist von den sieben. Der Antichrist wird in Person als Tier bezeichnet. In Wirklichkeit ist er einer von den sieben Köpfen. Wird aber besonders herausgenommen und als der Achte bezeichnet. Was ist dann mit ihm? Er fährt in die Verdammnis. Vers 11. Was kommt er dann in Kapitel 19? Jetzt mal ganz schnell zurück nach Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, das gewesen ist, das nicht ist und wiederkommt,
aus dem Abgrund, wird fahren in die Verdammnis. Wo kommt der Antichrist her? Na, aus dem Abgrund. Was ist Abgrund? Abyssos. Was ist Abyssos? Der Aufenthaltsort der gefallenen Dämonen. Wo kommen diese gräulichen Tierungeheuer, die eben vier Weltreiche sind, hier? Na, aus dem Abgrund. Alle Tiere zusammen, das antichristliche Weltreich Tier, kommt aus dem Abgrund. Der Antichrist als Einzelperson kommt aus dem Abgrund. Und ich teile die Meinung der Schriftausleger, die sagen, der Antichrist muss eine satanische Zeugung sein. Er wird getötet, fährt in seinem Geist in den Abgrund, in den Abyssos. Sein Leib wird lebendig. Sein böser Geist kommt in seinen Leib. Er steht plötzlich auf von den Toten und alle Welt feiert ihn. Und das ist der allergische Punkt von Israel. Ihr Lieben, wie oft habe ich in Israel, gerade von den frommen Juden, die sich als Führer des Volkes ausgeben, von ihnen gehört, ja, wenn Jesus von Nazareth auferstanden wäre, so wie der Lazarus. Und sie konnten ja alle nach Bethanien pilgern, um den Lazarus zu sehen. Und wir alle, unsere Väter hätten damals vor 2000 Jahren Jesus gesehen, mit ihm gesprochen, mit ihm gegessen, wie die Jünger. Warum die Heimlichtuerei? Warum ist euer Jesus nur den Jüngern erschienen? Wäre dem ganzen Volk Israel erschienen, als auferstand aus den Toten, hätte ganz Israel angeblich geglaubt. Tja, und so wird es der Antichrist machen. Der Antichrist wird getötet, fährt in den Abgrund in seinem Geist. Sein Geist kommt aus dem Abgrund zurück, fährt in seinem Leib. Er steht auf von den Toten. Alle Welt, besonders Israel, ist überzeugt, das ist der wahre Messias. Wir müssen also auseinanderhalten. Es geht um das Reich Tier. Es geht um die Person Tier. Es geht um den falschen Propheten Drache Tier. Jetzt steht aber hier, wir müssen zurück zu unserem Thema, Daniel Kapitel 7, Vers 8, bei den 10 Hörnern werden 3 ausgerissen und ein kleines Horn kommt hervor. Das hatte Augen wie Menschenaugen, ein Maul, das redete große Dinge. Wir machen es jetzt leicht und sagen, das wiederholt sich Kapitel 11, das ist Antiochus Epiphanes. Nein, kann er gar nicht sein. Ausgeschlossen. Denn die 10 Hörner kommen erst bei Rom. Und Rom wird erst im Jahre 31 vor Christus Weltmacht. Da sind also schon 150 Jahre vergangen, seit dieser gräuliche syrische König, der aus den 4 Köpfen des griechischen Leoparden kam, da ist er schon längst 150 Jahre tot. Hier geht es um Rom. Was ist das für ein Extrahorn, das aus Rom herauskommt? Ihr Lieben, ich neige immer mehr dazu zu sagen, das ist der Propagandaminister des Antichristen. Das ist das Vorbereitende. Das Horn hat Macht, sieht aus wie ein Mensch und hat ein großes Maul, das redet große Dinge, um das Kommen des Antichristen vorzubereiten. Viele meinen ja, der falsche Prophet ist Mohammed. Mohammed ist der falsche Prophet. Muss man etwas vorsichtig sein. Sie müssen bedenken, dass Westeuropa eine ungeheure Macht ist in der Welt. Mit Amerika zusammen. Immer wird gefragt, was ist mit Amerika, mit Australien, mit Südafrika, mit Neuseeland, überall, wo weiße Rasse wohnen. Na, die gehören, wenn wir noch einmal die Landkarte umdrehen würden, sie gehören zu Europa. Sie bilden mit Europa den westlichen Teil des antichristlichen Reiches. Jetzt haben wir hier die arabischen Länder. Jetzt müssen wir doch noch einmal die Karte umdrehen. Jetzt haben wir hier die arabischen Länder. Ja, die haben natürlich eine ungeheure Macht durch das Öl und eine ungeheure Macht hinter sich. Man sagt ja sogar, dass 1 Milliarde Mohammedaner auf diese Erde wären. Das theologische Lehrgebäude des Islam sagt, die reinrassigen Araber, Semiten, sind die in Saudi-Arabien, sind die in Jordanien und in Syrien. Schluss. Alles andere sind keine reinrassigen Araber. Ägypten, die kommen von den Hamiten. Mesopotamien, die Babylonier kommen auch von den Hamiten. Die Perser sind sowieso ein indogermanisches Volk, was leider islamisch geworden ist. Und dann hier die ganz nordafrikanischen Völker, was es da gibt, Berber und wie diese Völkerschaften heißen. Jetzt sagt das theologische Lehrgebäude des Islam, die oberste Elite. Und dieser Elite
hat Mohammed von Allah her die Weltherrschaft versprochen. Das sind die muslimischen, reinrassigen Araber. Zweitens, alle Völker, die Schutzvölker, alle Völker, die den Islam angenommen haben, Gläubige zweiter Klasse, kommen nach den Arabern. Drittens, all die Völker, die einen monotheistischen Glauben haben, Juden und Christus, sind Menschen dritter Klasse. Viertens, was bleibt übrig? Die Sklaven. Das ist islamisches Lehrgebäude, das wissen wir gar nicht. Nun sehen Sie, dieser Islam hat von seinem Erdöl und von dieser Geistesmacht, die dahinter steht, eine ungeheure Macht. Aber plötzlich werden die islamischen Völker alle pleite. Warum? Na, der Golfkrieg hat furchtbares Geld gekostet. Furchtbares Geld. Und plötzlich, naja, die reichen arabischen Länder sind doch nicht so reich. Um uns zu zeigen, wir dürfen nicht mit Schrecken nur nach dem Orient schauen. Wir dürfen auch nicht Europa überschätzen. Das gehört beides zusammen. Und wenn jetzt geschrieben steht in Daniel 7, Vers 8, dieses kleine Horn, das eben aus Rom kommt, also aus dem westlichen Teil dieser vier Weltreiche und redet große Dinge und hat ein Maul, bereitet das Kommen des Antichristen vor? Viele sagen ja, der falsche Prophet kommt aus Israel. Da wird gesagt, er kommt aus der Erde. Die Erde ist Israel. Die anderen sagen wieder, Mohammed ist der falsche Prophet. Ihr Lieben, ich kann mich dazu nicht durchringen. Der Islam ist natürlich eine ungeheure Irrlehre, eine dämonische Geistesmacht auf dieser Erde. Ganz Nordafrika ist islamisch. Die ganzen arabischen Länder sind islamisch. Türkei ist islamisch. Sogar hier oben Mazedonien, die sind auch noch etwas islamisch bis nach Jugoslawien hinein. Und Südrussland, 100 Millionen schlitzäugige Völker, sind islamisch, stimmt. Stimmt alles, ihr Lieben. Aber es ist eben doch nur die Hälfte, nur das eine Bein von dieser Götzenstatue. Das andere Bein, die andere Hälfte, ist eben nun mal Westeuropa mit Amerika im Hintergrund. Und da sehen wir, was bei Westeuropa so klein aussieht, ist viel größer durch die weiße Rasse, die in Amerika, Australien und in diesen Ländern wohnt. Und wie die jetzt mit den Amerikanern zusammengehalten haben beim Golfkrieg, das haben wir ja wohl gesehen. Also haben wir wieder gleichlautend diese beiden. Islam ist da, Mohammed ist da, aber bitte, keine Überschätzung. Bleiben wir jetzt bei Daniel 7, Vers 8. Aus Rom kommt ein kleines Horn, wo man sieht, hier sind die Züge eines Propagandaministers, eines falschen Propheten, der das Kommen des Antichristen vorbereitet mit seinem großen Maul. Nun, ihr Lieben, wir denken darüber nach. Letztes kann man nicht sagen. Das heißt vielleicht, wenn die Bibelwoche zu Ende sind und wir noch Kapitel 8, 9, 10 und 11 durchgeforscht haben und dann mit Kapitel 12 abschließen. Jetzt sieht also, ich muss wieder mal unterbrechen, um im Text fortzufahren, jetzt sieht also Daniel in Kapitel 7, 9, Gott setzt sich, sein Haupt ist wie reine Wolle, sein Thron ist eitel Feuer, Flammen, die Räder brennen mit Feuer. Wir denken nur an Ezekiel 1, wo die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. 1000 mal 1000 dienen ihm, 10.000 mal 10.000 stehen vor ihm, das Gericht wird gehalten. Jetzt blicken wir natürlich über das messianische Reich hinaus, bis in das Endgericht, ja, wo das Gericht gehalten wird. Aber halt, vielleicht sind wir doch hier, wo der Jesus wiederkommt, wo das sogenannte Völkergericht stattfindet, wo der Antichrist und der falsche Prophet nach Offenbarung 19 lebendig in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Da lesen wir, 10.000 mal 10.000 dienen vor ihm, das Gericht wird gehalten, die Bücher werden aufgetan. Ich sah zu, um der großen Reden willen, so das Horn redete. Dieses Horn, wo ich persönlich glaube, das muss der falsche Prophet sein. Ich sah zu, bis das Tier getötet war. Na, das sind diese vier Weltreiche, die im Antichristen als ein Tier erscheinen. Und jetzt steht hier nur das Tier. Eben haben wir gehört, vier Tiere. Babel, Meder, Persien, Griechenland und Rom. Jetzt heißt es plötzlich, wir werden nur ein Tier. Da sieht man, dass Daniel hier schon die Redeweise von Offenbarung 13 hat. Ein Tier
und ein Horn. Diese beiden werden besonders genannt. Tja, ihr Lieben, das ist ja Offenbarung, Kapitel 19. Das Tier, der Antichrist, das Horn, der falsche Prophet, wird lebendig in den Feuerpfuhl geworfen, bis das Tier getötet ward und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen war. Weiter. Unter anderen Tiere Gewalt auch aus war. Jetzt könnte man oberflächlich meinen, das Tier wäre das vierte Tier gewesen, von dem ja nun Daniel in Vers 7 und in Vers 8 spricht und plötzlich in Vers 11 den Faden wieder aufnimmt. Das Horn, das Tier. Ist das das Römische Reich gewesen? Vers 12, unter anderen Tiere Gewalt auch aus war. Na, das sind die anderen Tiere, die mit dazugehören. Aber wenn wir die Offenbarung hinzunehmen, das ist Offenbarung 19, Vers 20, da müssen wir sagen, die vier Tiere sind in einem Tier zusammengefasst und werden alle in den Feuerpfuhl geworfen, der anderen Tiere Gewalt auch aus war, denn es war in Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches wehren sollte, und ich sah in diesem Gesichte des Nachts, und siehe, es kam einer in des Himmels Wolken wie eines Menschensohn, bis zu dem Altehewürdigen und wurde vor ihm gebracht. Der gab ihm, dem Herrn Jesus, dem Menschensohn, Gewalt, Ehre, Reich, dass ihm alle Völker, Leute, Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist ewig, die nicht vergeht. Sein Königreich hat kein Ende. Ich, Daniel, entsetzte mich davor, und solches Gesicht erschreckte mich. Daniel hat überhaupt keine Vorstellung, was neutestamentlich des Menschen Sohn ist, seine Wiederkunft, und wie der Altehewürdige das Gericht hält, wie der Jesus die Reiche, das Reich Gottes übernimmt, nachdem die Reiche der Welt untergegangen sind. 18, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen, dass der Altehewürdige den Menschensohn gibt. Offenbarung 11, Vers 15. Nun aber sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren in die Ewigkeiten. Und die Heiligen und Höchsten werden das Reich einnehmen, werden es immer und ewiglich besitzen. Danach hätte ich gerne gewusst, gewissen Bericht von dem vierten Tier, wieder das römische Weltreich, welches gar anders war denn die anderen, sehr gräulich, das eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das um sich fraß und zermalmte und das übrige mit seinen Füßen zertrat, und von den 10 Hörnern auf seinem Haupte, und von dem anderen, das hervorbrach, vor welchem 3 abfielen. Und das Horn hatte Augen und ein Maul, das große Dinge redete und ward größer, denn die neben ihm. Sehen Sie mal, der Antichrist ist von den 7 Häuptern, ist der 8., ist größer als die anderen. Jetzt lesen wir, das Horn von den 10 Hörnern ist ein Horn größer als das andere. Wir kommen immer mehr tastend zu der Kenntnis, hier geht es um den Antichristen und den falschen Propheten. Denn der hat ja das große Maul. Und ich sah das Horn streiten wider die Heiligen, und es behielt den Sieg wider sie. Der falsche Prophet streitet mit den Heiligen, bis der Altehrwürdige kam, das Gericht hielt für die Heiligen das Höchste, und die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich einnahmen. Er sprach also, eine sehr knappe Antwort, das vierte Tier wird das vierte Reich sein auf Erden. Ganz logisch alles. Ach, es ist umgedreht, das Babylon ist das erste, mit der Perser das zweite, Griechenland das dritte, und das Römische Reich ist das vierte. Das vierte Tier wird das vierte Reich sein auf Erden, welches wird gar anders sein, denn alle Reiche, es wird alle Lande fressen, zertreten, zermalmen. Alle Lande. Es wird Babel, Meder, Persien, Griechenland, ganz Europa, alle Lande wird es beherrschen, dieses Reich. So ein Riesenreich hat es noch nie gegeben. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige. Jetzt kommt eine interessante Antwort. Die aus dem Reich entstehen werden. Bei den Füßen, bei dieser Statue sind ja auch die 10 Zehen. Und jetzt steht hier plötzlich, die 10 Hörner sind 10 Könige. Das würde bedeuten, wenn wir die Götzenfigur hier drunter legen, dass aus dem einen Bein 5 Könige kommen und aus dem anderen Bein 5 Könige. Dass also im Westen wie im Osten
fünf Hauptkönigreiche so lange durchbestehen, bis der Antichrist kommt, bis der Jesus wiederkommt und vernichtet sie. Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus dem Reich entstehen werden. Interessant. Das ist ein Reich, ein Tierreich, frisst alle Lande. Und jetzt müssen wir mal das mittendurch teilen in Ostrom und Westrom. Jetzt entstehen aus dem Reich zehn Könige. Das ist die letzten Jahrhunderte gewesen. Sagen wir die letzten 15, 16, 1700 Jahre. Es sind zehn Reiche entstanden aus diesem Reich. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird gar anders sein, die vorigen, und wird drei Könige demütigen. Bitte, das sind jetzt nicht Häupter, sondern Hörner. Das ist auch so ein Unterschied. Er wird den Höchsten lästern, die Heiligen den Höchsten verstören, wird sich unterstehen, Zeit oder Gesetz zu ändern. Sie werden aber in seine Hand gegeben werden, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und sehen Sie, wenn wir jetzt dieser üblichen Meinung sind, dass in diesem Horn der Antichrist gemeint sind, da bleiben wir nur bei den zehn Hörnern, Sie haben die Figur vor sich, ja, bleiben wir nur bei den zehn Hörnern des römischen Weltreiches stehen. Das geht nicht. Das ist ausgeschlossen. Wir müssen immer aus allen vier Weltreichen die sieben Köpfe zusammennehmen. Das ist das Antichristreich und einer davon, der achte, ist der Antichrist selbst. Hier muss also etwas ganz anderes gemeint sein. Dieses Lästern, ein dämonischer Geist, muss der falsche Prophet sein. Die Heiligen des Höchsten zerstören, muss der falsche Prophet sein. Sich unterstehen, Zeit oder Gesetz zu ändern. Natürlich kann das der Antichrist auch. Aber wenn Sie mal Offenbarung Kapitel 13 durchlesen, dann lesen Sie doch, wie dieser falsche Prophet alle Macht des ersten Tieres ausübt, die ganze Welt zur Anbetung bringt, große Zeichen und Wunder tut, Feuer vom Himmel fallen lässt, ein Bild machen lässt, das Bild dieses Tieres redet. Die Großen und die Kleinen müssten die Zahl 666 annehmen. Das stimmt doch viel eher damit überein, dieses eine Horn aus den zehn Hörnern aus dem Römischen Reich. Das sieht viel mehr nicht nach dem Antichristen, sondern nach dem falschen Propheten aus. Antichristlich ist aber die Zeit, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Wird noch einmal wiederholt in Offenbarung 12, Vers 7. Und wir hörten schon von den sieben Zeiten aus Daniel Kapitel 4, wo der König Nebukadnezar zum Tier wird. Jetzt vollendet Daniel dieses Kapitel und sagt, danach wird das Gericht gehalten werden. Sehen Sie mal, das wird immer wiederholt. In Vers 9, Vers 10, das Gericht wird gehalten. Vers 11 und 12, das Tier kommt um, die anderen Tiere kommen um, sie werden in das Feuer geworfen. Dann lesen wir weiter in Vers 26, das Gericht wird gehalten, da wird dann seine Gewalt weggenommen werden, dass es zugrunde vertilgt und umgebracht wird. Na was denn? Das ganze Untier, aber auch wieder dieses eine besondere starke Horn. Ich glaube, es ist der falsche Prophet. Aber das Reich, die Gewalt, die Macht unter dem ganzen Himmel, sind wir noch auf dieser Erde, wird dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, eindeutig Israel, das Reich ewig ist und alle Gewalt wird ihm dienen und gehorchen. Das sind alle Völker auf dieser Erde, die dann von Israel missioniert werden. Das war das Ende der Rede, aber ich, Daniel, war sehr betrübt in meinen Gedanken und meine Gestalt verfiel, doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Jetzt gehen wir, runde drei Jahre später, im dritten Jahr des Königreiches Belsatzer erschien mir Daniel ein Gesicht, nachdem so mir zuerst erschienen war. Daniel 7 ist die erste Erscheinung, Daniel 8 die zweite. Dazwischen liegen zwei, drei Jahre. Er war auf Schloss Shushan im Lande Elam. Da wohnten die alten Elamiter.
Das ist leider auf dieser Landkarte ganz schwer zu erkennen. Das ist das alte Medo-Persien. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Witter stand vor dem Wasser. Der hatte zwei hohe Hörner, doch eines höher, denn das andere, das höchste Wuchs am letzten. Dieser Witter ist eindeutig Medo-Persien. Zwei Hörner, Medien-Persien. Das eine ist viel stärker als das andere, weil die Macht der Meder und der Perser verschieden war und die Perser zum Schluss dann die Oberhand bekommen. Nun stieß dieser Witter in verschiedene Himmelsrichtungen gegen Abend, gegen Mittag und gegen Mitternacht, aber nicht gegen Osten, weil die Perser selbst aus dem Osten kommen. Die stoßen also nicht nach hinten, nach Osten vor. Das hat dann später Alexander der Große getan. Vers 5. Indem ich darauf merkte, sieh, da kommt ein Ziegenbock von Abend, von Westen, hier ist Griechenland, hier ist Westen, ja. Mit Griechenland beginnt das christliche Abendland. Abend heißt auf Hebräisch Erev. Erev Tov heißt guten Abend. Aus Erev wurde Europa. Wollen wir es mal lesen? Ein Ziegenbock vom Abend, ein Ziegenbock von Erev, ein Ziegenbock von Europe, ein Ziegenbock von Europa. Über die ganze Erde. Er berührte sie nicht. Ich sagte ihm gestern schon, in 10 Jahren hat Alexander der Große den ganzen Orient bis nach Indien erobert. Es hatte ein einziges, ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Deutet hin auf den König Alexander der Große, kommt vor den Witter, stößt ihn zu Boden. Niemand kann den Witter aus seiner Hand erretten. Vers 8. Der Ziegenbock wurde sehr groß und am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn. Alexander stirbt. Mitte 30 Jahre alt, im Jahre 323 vor Christus. Es wuchs nach seiner Stadt ansehnliche 4 gegen die 4 Enden des Himmels. Das sind eben die 4 Diadochenreiche. Und nach Ägypten, rauf nach Syrien, drüben in die Türkei und dann in das Mutterland Griechenland. Und nun kämpfen diese 4 Hörner, jetzt gleichbedeutend mit den 4 Häuptern, mit den 4 Königen, die aus dem griechischen Leoparden entstehen, die kämpfen jetzt gegen, Vers 9, das werte Land, Vers 10, bis an die Sterne des Himmels, Vers 11, bis an den Fürsten des Heeres und nimmt weg das tägliche Opfer und verwüstet die Wohnung seines Heiligtums. Es ward ihm aber solche Macht gegeben, wieder das tägliche Opfer, um der Sünde willen, Israels natürlich, um Israels Sünde willen, dass es die Wahrheit zu Boden schlüge und was es tat, musste ihm gelingen. Und ich hörte aber einen Heiligen reden und ein Heiliger sprach zu dem, der da redete. Wie lange soll doch wehren solches Gesicht vom täglichen Opfer und von der Sünde, um welcher willen diese Verwüstung geschieht? Reul der Verwüstung, Matthäus 24, 15. Dass beide das Heiligtum und das Heer zertreten wird. Und da sprach zu mir, bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und da ich Daniel solches Gesicht sah, hätte ich es gerne verstanden, und siehe, da stand vor mir ein Mann, und ich hörte mitten vom Ulai hier eine mit Menschenstimme rufen und sprechen, Gabriel, das ist der Engel Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, dass er es verstehe. Und er trat nahe zu mir, ich erschrak aber. Da kam viel auf mein Angesicht, er sprach zu mir, merke auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht gehört in die Zeit des Endes. Ihr Lieben, warum habe ich in diesen langen Abschnitt vorgelesen? Weil Daniel 8 im Prinzip mit anderen Worten das Gleiche wiederholt, was schon in Daniel 7 steht. Medo-Persien geht unter und Griechenland kommt. Alexander der Große stirbt und seine 4 besten, berühmtesten Freunde und Offiziere machen sich zu Königen und regieren rund gesagt 300 Jahre, bis die Römer kommen. Das ist also geschehen, ja. Aber Moment. Jetzt sagt plötzlich die Erklärung des Engels, denn dieses Gesicht
gehört in die Zeit des Endes. Das ist ja heute. Also hat das noch einmal eine Bedeutung, West und Ost, weil es in die Zeit des Endes gehört. Und wenn Vers 5 Abend steht, Abend Erab, Erab Europa bedeutet, ja, dann merken Sie die Auseinandersetzung zwischen Ost und zwischen West. Eine ganz deutliche Aussage. Und dann merken Sie, dass in dieser Auseinandersetzung die Verschmelzung kommt zwischen Ost und West im antichristlichen Weltreich. Und dass dabei immer eins im Mittelpunkt ist. Wer? Na, Israel. Das tägliche Opfer, das Heiligtum. Warum? Es wird in Jerusalem logischerweise ein Tempel gebaut. Die Vorbereitungen sind ja ständig am Gange, dass wir von einer Reise zur anderen, dieses Jahr waren wir schon dreimal dort, haben uns die Tempelgeräte angesehen. Immer wieder neue Dinge kommen dazu. Der letzte Schrei ist, ein russischer Jude ist eingewandert, der hämmert schon seit einigen Monaten an einem Klumpen Gold, der 1,5 Millionen Dollar kostet, um den siebenarmigen Leuchter herzustellen. Denn die Tempelgeräte herzustellen dauert ja viel länger, als das äußere Tempelgebäude aufzurichten. Bei der heutigen Technik sind das ein paar Wochen. Dann steht das Tempelgebäude. Aber alles für das Innere des Tempels, die Priestergewände müssen gewebt werden, Die Krone des Priesters ist fertig, heilig dem Herrn. Und vieles, vieles andere mehr, das muss zuvor vorbereitet werden. Würden wir jetzt den Text verkürzt auslegen, dann würden wir sagen, von diesen vier gräulichen Köpfen und Königen, die als Hörner bezeichnet werden, war, wie wir gestern hörten, der Antiochus Epiphanes, der regierte von Syrien aus bis runter nach Babylon. Das war sein gewaltiges Reich. Der hat in der Makkabäerzeit den Gräuel der Verwüstung im Tempel aufgerichtet. Wenn überhaupt ein Theologe das noch ein bisschen auslegt, sagt er, aus, passé, erfüllt, vorbei. Nein. Daniel Kapitel 8 sagt in Vers 17, solches Gesicht gehört in die letzte Zeit. Und nun muss ich wiederholen, wo wir gestern Abend abgebrochen haben. Der Gräuel der Verwüstung wird durch den einen Syrerkönig hervorgerufen. Der ist einer von den sieben Häuptern. Nach meiner Kenntnis ist das nach Offenbarung 17, der 8. Warum? Schauen wir uns mal die Häupter an. Jetzt wollen wir mal etwas langsamer vorgehen. Gestern musste es doch schnell gehen, weil wir zum Abschluss kamen. Das erste Haupt ist natürlich Babylon. 70 Jahre Babylon. Das erste Haupt ist Babylon, 606 bis 536 vor Christus. Jetzt kommt das zweite Haupt. Der Bär von Medo-Persien hat nur ein Haupt. 200 Jahre ein einziges Haupt, Medo-Persien. Jetzt haben wir hier, das ist schwer, das geht ja noch viel tiefer hier, Persien, nicht? Das ist also Medo-Persien, das zweite Haupt. Moment mal. Diese gräulichen Tiere sind unsichtbare, metaphysische, nicht erfassbare, unsichtbare Satansmächte. Um was geht es bei diesen Häuptern? Hier steht ein Oberdämon hinter Babylon. Hinter Medo-Persien steht unsichtbar ein zweiter Satansmächte. Oberdämon ist ja Haupt. Denn wenn das stimmt, dass der Satan, als er stürzt, ein Drittel der Sterne herunterreißt, dann bedeutet das wahrscheinlich, dass er ein Drittel der Engelwelt mitgerissen hat. Und das sind alles gefallene Engel geworden. Geht von mir, ihr Verfluchten, das ewige Feuer, das dem Satan bereitet ist und seinen Engeln. Gefallene Engel. Dämonen, wir hatten das griechische Wort ja in diesen Tagen, nicht? Daimonion, steht in Apostelgeschichte, Götter. Daimonion heißt es wörtlich so. Es stehen also sieben unsichtbare Satans-Oberdämonen. Es gibt noch viele kleine Unterdämonen, kleine gefallene Engel, wenn man das so sagen darf, menschlich groß und klein. Hinter Babel steht ein furchtbares Dämonenhaupt. Deswegen ist Herr Saddam Hussein bis heute noch nicht gestürzt. Hinter Medo-Persien steht ein furchtbares Dämonenhaupt. Und jetzt kommen wir zu den vier Häuptern, die aus dem griechischen Leoparden kommen, die aber hier in Daniel 8, weil sie so eine Macht gegen Israel haben und den Gräuel der Verwüstung aufrichten, als Hörner bezeichnet werden. Aber das ist nur ihre Macht, ihre Stoßkraft.
Und nicht alle vier Häupter, sondern nur eins von Syrien, von dem gräulichen König Antiochos Epiphanes, von dem wir schon so viel gehört haben. Jetzt gehen wir zum dritten Haupt, das ist unten in Ägypten. Die Ptolemäer haben dort 300 Jahre regiert bis im Jahre 31 vor Christus. Erst hat die Kleopatra den Cäsar verführt, dann hat sie den Antonius verführt, dann haben beide verloren, hat sie den Antonius in sein Schwert gestürzt und die Kleopatra hat sie von einer Schlange beißen und vergiften lassen. Das war am 2. September 31 vor Christus, der Stichtag. Jetzt wird Rom Weltmacht. Aber bis dahin hat dieses Dämonenhaupt, das unsichtbar hinter Ägypten steht, das hat 300 Jahre darüber regiert. Syrien, wir haben hier leider keine Zahl, wann die Römer Syrien erobert haben, ich meine auch um 63 vor Christus, die haben ja auch fast 300 Jahre regiert. Syrien und Babylon zusammengenommen. Dann kam der andere Freund von Alexander Lysimachos, der richtete sein Reich auch hier von dem heutigen Konstantinopel über die ganze Türkei und dann blieb nur noch das Mutterland Griechenland übrig. Das ist aber 146 vor Christus schon den Römern in die Hände gefallen. Das sind die vier unsichtbaren Dämonenhäupter, die jetzt hinter den griechischen Leopardenköpfen stehen. Und jetzt kommt ein Dämonenhaupt, das so stark sein muss, dass es 10 eiserne Hörner hat. Nur das ist Westeuropa, das ist Rom, das römische Weltreich. Sehen Sie mal, wenn wir von den Häuptern reden, wir sagen Dynastien, das hat sich ja über Jahrhunderte hingezogen. In Wirklichkeit stehen vor dem Aufkommen der Weltreiche von Babel an, nacheinander, 7 Oberdämonen unsichtbar hinter diesen Weltreichen. Babel, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Jetzt meinen wir, die sind untergegangen, Irrtum. Die haben im Lauf der Geschichte gewandelt und sind jetzt voll wieder da in den Vereinigten Staaten von Europa. Und das europäische Haupt von Rom ist so stark, dass es ganz Westeuropa mit Amerika umfasst und hat eben diese 10 gewaltigen Hörner. Während die anderen finsteren Satansmächte, Irak und Iran und Ägypten und Syrien und die Türkei und Griechenland, das sind ja 6. Dieses eine Haupt, Rom, ist so stark, dass es sie vage halten kann mit diesen 6 anderen Häuptern. Nun ist der größte Teil von diesen 6 Häuptern, man müsste sagen 5,5. Die Länder sind islamisch. Nur ein bisschen von Griechenland ist griechisch-orthodox und ganz Westeuropa ist totes, katholisches, evangelisches Namenschristentum inklusive Amerika und den anderen Ländern, wo die Menschen aus Europa ausgezogen sind, nach Amerika, nach Australien und so weiter, obwohl es da viele wiedergeborene Gläubige gibt. Aber es gehört eben zu Europa. Jetzt sagt hier Daniel 8, von diesen 4 Hörnern, identisch mit den 4 Köpfen aus Griechenland, kommt dieses eine gräuliche Haupt, was sich in den Tempel in Jerusalem setzt. Und jetzt sind wir wieder bei Offenbarung 17, das muss der 8. sein. Das muss der Antichrist in Person sein. Und dahinter stehen furchtbare, gräuliche, satanische Mächte. Ich erinnere noch einmal an Offenbarung 12, Vers 3. Der Satan im Himmel wird bezeichnet als feuerroter Drache mit 7 Häuptern. Und diese 7 Häupter haben sie in Daniel 7 in der Offenbarung 13. Und diese 7 Häupter stehen hinter diesen Weltreigen seit 2600 Jahren. Ja, Lieben, können wir denn endlich verstehen, welch einen furchtbaren Kampf Israel damals hatte? Israel heute wieder hat? Wie Israel gegenwärtig unter Druck gesetzt wird, warum? Na, das Dämonenhaupt von Rom steht hinter den Westeuropäern, die mit einer Stimme reden, nicht? Tja, ja, Herr Gorbatschow möchte das Haus Europa bauen. Herr Gorbatschow, wir hören die Stimme, nicht Ihre Stimme, sondern dieses einen Oberdämonen, der hinter Rom steht. Und der Bush schickt seinen Außenminister Bacon, seinen Verteidigungsminister Cheney und seinen berühmten General Schwarzkopf und wen er da alles hat. Aha.
Sie nennen sie alle so fromm und gläubig und sind die größten Feinde Israels. Und da hören wir, hier spricht Europa und Amerika mit einer Stimme. Hier ist das eine Haupt Rom. Jetzt müssen wir nun fragen, kommt der Antichrist in Person aus Rom? Niemals. Er kommt selbst nicht aus Babel. Er kommt nicht mal aus Medo-Persien. Sondern Daniel Kapitel 8 sagt, er kommt aus diesen vier griechischen Köpfen. Und da merken wir auf einmal dieser gräuliche König, der den Tempel der Verwüstung anrichtete, dieser Antiochos Epiphanes von den Seleukiden aus Syrien, der bleibt als einziger übrig. Also kommt der Antichrist weder aus Ägypten, noch aus Babel, noch aus Medo-Persien, noch aus Syrien, noch aus der Türkei, noch aus Griechenland, noch aus Westeuropa und Amerika. Schon lange nicht aus Russland, also dieses Märchen wollen wir mal vergessen. Und schon lange nicht aus China und nicht aus Japan und nicht aus Indien. Das sind die Könige vom Aufgang der Sonne. Das antichristliche Weltreich hat ein Kernterritorium. Diese vier alten Reiche, inklusive der ausgewanderten Europäer, die irgendwo in Übersee wohnen. Und der Antichrist in Person, ja, ist ja auch wieder nur eine Attrappe, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wer steht denn in Wirklichkeit dahinter? Nun, Offenbarung 17, das ist der Achte. Der ist einer von den sieben. In dem Augenblick aber, wo als Antichrist in Person tritt, ist er von den sieben und ist der Achte. Und der muss sich doch in den Tempel setzen und den Gräuel der Verwüstung aufrichten. 2. Thessalonicher 2. 2. Thessalonicher Kapitel 2. Es gibt ja manche oder viele, die meinen, der Antichrist würde sich in den Tempel der Gemeinde Jesu setzen. Ihr lieben Geschwister, ich bitte Sie ganz herzlich, nehmen Sie sich doch mal die Mühe und werfen Sie doch mal bitte einen einzigen Blick auf den Heilsplan. Die Gemeinde Jesu besteht mindestens seit dem Jahre ungefähr 30 nach Christus, das ist hier die Gemeinde Jesu Christi, besteht seit fast 2000 Jahren. Hier sind Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen gläubig geworden und sind entschlafen, sind gar nicht da. Wie kann sich der Antichrist in diesen Tempel der Gemeinde Jesu setzen? Da müssen alle Gläubigen aus den letzten 2000 Jahren noch auf der Erde sein, dass sich der Antichrist reinsetzen kann. Die Gläubigen sind ja gar nicht mehr da. Ein winziger Bruchteil von ein paar Millionen ist da. Vielleicht leben in Amerika 30, 40 Millionen Gläubige, kann ja sein. Vielleicht kommen wir in Deutschland auf 1 Million, ich weiß es nicht. Von Russland redet man auch solche Zahlen. Das sind doch nur noch ein paar Gläubige, die am Ende der Endzeit noch im Leibe leben. Die anderen sind doch längst beim Herrn. Der Antichrist kann doch nicht plötzlich in den Himmel zu meinem Jesus steigen und sich da in den Tempel der Gemeinde Jesu setzen, der aus den vielen, vielen, vielen entschlafenen Gläubigen der letzten 1900 Jahre besteht. Ausgeschlossen. Also meint 2. Thessalonicher 2 wirklich einen realen Tempel, der in Jerusalem gebaut wird, und die Juden werden den Tempel bauen. Die Juden sagen uns, solange wir keinen Tempel haben, ist die Erlösung Israels nicht vollkommen. Die Juden beten an der Klagemauer, weil sie glauben, Gott steht hinter der Mauer. Sie haben eine Bibelstelle aus dem Hohen Lied. Weil sie glauben, dass Gott niemals in seiner Herrlichkeit vom Tempelplatz weggegangen ist, und wenn auch die Klagemauer so schmal geworden ist. Insgesamt ist die Klagemauer 58 Meter lang, aber insgesamt 490 Meter. So. Und nicht dick, so wie dick die Steine sind und 18 Meter hoch, das andere geht ja alles in die Erde. Da drüber, über dem schmalen Stücklein, steht immer noch die Herrlichkeit Gottes, und darum beten sie und stecken Zettel in die Klagemauer mit Gebeten. Gott erhört sich, weil Gott immer noch über der Klagemauer wohnt. Und wenn sie den Tempel bauen, wird sich Gott wieder in den Tempel setzen. Irrtum. Der Antichrist setzt sie in den Tempel. 2. Thessalonicher 2. Der da ist der Widersacher, sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Also, dass er sich in den Tempel Gottes als ein Gott setzt, gibt sich aus, er wäre Gott. Er ist der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, Vers 7, Vers 8, der Boshafte, der Herr wird ihn umbringen durch den Geist seines Mundes. Nun steht hier,
Der Antichrist, dieser Boshafte, kann nicht offenbar werden. Die Thessalonicher wussten, was es aufhält. Und die Thessalonicher wussten, wer hinweggetan werden muss. Das wissen wir nicht. Aber schauen wir auf den Heilsplan, da müssen wir sagen, interessant, interessant. Die vier Weltreiche sind ja alle da. Die bestehen auch in veränderter Form weiter. Aber solange die Gemeinde Jesu hier ist, ist die Gemeinde Jesu der Gegendruck von oben, der Heilige Geist in der Gemeinde, dass der Antichrist nicht kommen kann. Es ist nur der Heilige Geist in der Gemeinde Jesu, der das Kommen des Antichristen und seines Reiches aufhalten kann. Sonst gibt es keine Macht auf der Welt. Die Welt ist so dämonisiert. Westeuropa, Amerika, christliches Abendland, Islam, Buddhismus, Hinduismus. So dämonisiert ist unsere Welt. Was soll denn in dieser Welt sein, was den Antichristen auffällt? Nur der Heilige Geist in den wahren Gläubigen. Ich persönlich glaube, wenn der Herr seine Gemeinde entrückt haben wird, wird der Antichrist in Person in seine Verführungsmacht auftreten können und dann ist das antichristliche Weltreich vollendet, was ja jetzt am Entstehen ist. Und diese vier alten Weltreiche, die alle mal da waren, die entstehen interessanterweise durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und das Reich Israel, das zerstört war, Israel war 1800 Jahre in der Zerstreuung, das zieht durch den Ersten Weltkrieg 1917, durch den Zweiten Weltkrieg 1948 ins Land der Väter und plötzlich ist der Staat Israel da. Und im Augenblick sind auch die vier Weltreiche wieder da. Interessant. Da sehen wir, Daniel hat recht, Daniel 8, das Gesicht gehört in die letzte Zeit. Der Antichrist wird sie in den Tempel setzen. Jetzt sagen die Leute, es gibt da solche Schriftausleger auch heute noch, die hassen mich inbrünstig, wenn sie meine Auslegung hören, die sagen, ja, die Gemeinde Jesu wird nach Offenbarung 12, das Weib mit der Sonne bekleidet, Mond unter den Füßen, 12 Sterne auf dem Haupt, die bekommt Flügel und wird in der Wüste ernährt. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Das ist die Gemeinde Jesu. Die Flügel sind die Flugzeuge. Die ganze weltweite Gemeinde Jesu wird irgendwo in die Wüste gebracht und wird in der antichristlichen Zeit überleben. Und wenn der Jesus wiederkommt, wird sie dort aus der Wüste, aus den Flugzeugen heraus entrückt werden. Also ich muss aufhören. Mir wird schwindelig, wenn ich so eine Schriftauslegung höre. Ich habe einen dieser Brüder mal getroffen. Es war in Berlin, schon länger her. Und dann predigt er den ganzen Abend, die Gemeinde Jesu muss bis zu dem TZ durch die Trübsal. Die Flügel der Hoffnung stehen bereit. Wir werden irgendwo in die Wüste gebracht, dort werden wir bewahrt. Und dann kommt der Jesus wieder und dann werden wir nach der großen Trübsal entrückt werden. Das ist jetzt so seine Darlegung. Nachdem er so eine gewisse Zeit gesprochen hat, mit Dreiviertelstunde, Stunde, macht er einen evangelistischen Aufruf. Er nennt sich auch Evangelist und ist auch gewiss viele Jahre ein sehr guter Evangelist gewesen. Nun, jetzt ruft er auf, komm zu Jesus. Es könnte sein, dass der Jesus heute Abend wiederkommt und dann bist du verloren. Ach nein, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Der Jesus kann ja heute Abend nicht wiederkommen. Ich habe ja eben gesagt, wir müssen durch die große Trübsal. Verzeihung, Verzeihung, ich habe mich versprochen. So sagt dieser Evangelist. Jesus kommt ja nach der großen Trübsal. Na, ihr Lieben, wenn wir den in Jesus festlegen wollen, wann er kommen darf. Das ist aber schon eine üble Sache. Naja, anschließend werden wir einander vorgestellt. Sein Name wird genannt, mein Name wird genannt. Ich hatte noch nicht guten Abend gesagt, dann fiel er über mich hier. Ach, du bist der. Du lehrst die Vorentrückungslehre. Ich sage, du, das Wort habe ich noch nie gehört, Vorentrückungslehre. Aber eines weiß ich, die Gemeinde Jesu kann nicht in der großen Trübsal auf der Erde sein. Erstens ist es unmöglich, mit Flugzeugen aus allen fünf Erdteilen irgendwo Gläubige zu verstecken. Zweitens sind die Satelliten, die oben sind, die Augen sind so stark, die Amerikaner haben jetzt im Irak, sie haben es ja schon vor Jahren auf den russischen Fahrzeugen, die können die Nummern lesen. So genau beobachten die Satelliten von oben. Wo will sich denn da die Gemeinde Jesu verstecken? Naja, manche meinen, da gibt es so eine Schlucht da hinten bei Petra, die in Jordanien werden sie versteckt, die anderen meinen dort. Das ist unmöglich, ihr Lieben. Die Gemeinde Jesu kann sie doch in der antichristlichen Zeit nicht irgendwo verbergen. Das geht doch nicht. Wann der Herr entrückt, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass er irgendwann so entrückt, dass wir eben nicht
für die große Trübsal bestimmt sind, dann wären wir auch wieder nur die paar Millionen, die jetzt auf Erden leben. Denn die anderen, die in den letzten 2000 Jahren gestorben sind, kämen ja nicht durch die große Trübsal. Da stimmt irgendetwas nicht mit dieser Auslegung.